Hallo und herzlich willkommen zu Mario Land auf dem alten Gameboy. Ich würde ohne groß rumzulabern einfach mal anfangen. Ja, willkommen zu einem Spiel meiner Kindheit. Oh ja. Ach, wie gern habe ich dieses Spiel gezockt. Und jetzt kann ich es endlich mal als Let's Play rausbringen. Ja, was gibt's über dieses Spiel zu sagen? Es gibt ein Weltraumviech namens Tatanga und es hat die Daisy entführt. Also die andere Prinzessin, die ich eigentlich auch viel besser finde als Peach. Und hier haben wir gleich mal einen Stern. Ja, und ihr wundert euch jetzt, warum ich das Spiel in Farbe spielen kann. Das ist durch eine Core-Nutzung von RetroArch möglich. Weil damit kann man verschiedene Cores laden und da habe ich jetzt eins erwischt, wo ich das Spiel in Farbe spielen kann. Ja, Schottschantan, warum funktioniert das gerade nicht? Okay. Wir haben gleich mal eben Glitchspielgut abgeräumt. Zack. Und ich muss schon sagen, dass ich das Spiel als kleiner Kitty schon zuerst schwierig fand, weil man eigentlich nur viel zu wenig Leben hat. Aber tatsächlich ist es so möglich, so viele Leben zu bekommen während des Abenteuers, was das Spiel dann wiederum zum kleinen Klacks wieder macht. Oh. Und davon habe ich geredet. Und ich nehme das Spiel übrigens in 50 FPS auf. Weil tatsächlich ist Game Boy so eine Plattform, wo das zu funktionieren scheint. Auf 30 sieht das tatsächlich nicht, mal nicht ganz so gut aus. Oh no. Okay. Nehme ich. Und hier gibt es einen kleinen verstecktes Geheimnis. Man kann nämlich den Aufzug hochfahren lassen. Ah, das da oben flackert ein bisschen. Finde ich überhaupt nicht gut. Aber ich glaube, das war zu Gameboy-Zeiten eher der Fall. Ja, und wenn wir als kleiner Mario hier hingekommen wären, hätten wir instanten Pilz bekommen. Wow, ist doch geleckt. Bosszeit. Und tot. Ja, und somit haben wir die erste Welt in 4 Minuten abgeschlossen. Schon mal ein guter Anfang. Und da ist sie. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Was ist das? Es hat sich verwandelt in ein Ungeheuer. Ein Viech, das wir danach leider selten gesehen haben. Und jetzt kommen wir zur meiner Meinung nach besten Soundtrack des gesamten Spiels. Wir sind nämlich in Muda Kingdom.
Und das, was wir vorhin hatten, das war, glaube ich, Birabuto. Und ich habe tatsächlich Verweise darauf gelesen, dass das Spiel bei den Fans sehr unbeliebt ist. Ich kann zwar nicht verstehen, warum, aber es müssen doch Gründe gegeben haben. Wahrscheinlich, weil das vielleicht doch kein richtiges Mario-Spiel gewesen wäre? Ich verstehe es nicht. Genauso wenig verstehe ich das auch mit Super Mario Bros. 2, das ursprünglich Doki Doki Panic heißen sollte, aber das umbenannt haben in Super Mario Bros. 2 eben mit Mario-Charakteren. Stirb. Und hier können wir uns gleich noch ein Leben holen. Okay. Was habe ich denn für ein Glück heute? Sehr nice. Und da haben wir gleich... Wow, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verbaut. Okay. Ach ja, und dieses Spiel hat nur insgesamt 4 Welten. Da muss ich auf jeden Fall gucken, wie ich dann die Parts zusammenschneide. Ob ich das als ein Part rausbringe oder doch 2 mache. So, und hierzu soll es noch einen Trick gegeben haben, den ich aber nicht mal weiß, wie... weil man hier so viel skippen kann. Okay, hier war's. Ah, die Münzen werde ich nicht mitnehmen. Ist Zeitverschwendung gerade. Wir wollen ja vorankommen, ne? Und in diesem Spiel gibt es so einige Tricks. Aber ich weiß auf jeden Fall leider nicht mal alle auswendig. Aber das mit dem Aufzug, das hat man mir auf jeden Fall gezeigt. So ein Lack, ey. Okay. Jetzt haben wir ein wunderschönes Level, wo wir Gegner abschießen dürfen. Das hatte mich als kleiner Kitty eher an Super Erdtab erinnert, dem einzigen Shooter-Spiel mit Side-Scrolling, was ich gespielt hatte. Findet ihr auch übrigens gleich dreimal auf meinem Kanal. Aber allerdings sind meine Videos von damals echt nicht mehr so toll. Ich habe zwischendurch selber mal wieder reingeguckt. Alter, was ein Graus. Nö. Stirb. Mario. Und stirb. Fertig.
So, warum der Sound immer noch so komisch schlägt, teilweise verstehe ich auch nicht. Aber okay. Okay, jetzt sind wir in Easton. Oh, die Stacheln dürfen wir, glaube ich, nicht berühren. Ich meine, das war sogar Instant-Tot. Stirb. Oh shit. Oh oh. Nö. Krieg ich nochmal einen Pilz? Oh oh. Okay. Erster Tod, würde ich sagen. Schade. Okay, jetzt werden wir gefelsbröckelt. Aber einfach cool bleiben und auf den Felsen springen. Das kann euch ungemein helfen. Okay. Okay. Schade, wir haben leider eine Feuerblume bekommen. Und jetzt kommt das meiner Meinung nach schwerste Level. Mindestens, ich bin nie damit grün geworden. Ich meine, hier gab es da auch so ein Secret, wo man durch die Röhre konnte. Oh, ich hasse es. Ja, auch wenn diesen Stacheldingern. Oh, Vorsicht. Kommt dieser Koopa nochmal? Ja. Dann springen wir mal so rüber. Okay. Ich meine, hier konnte man rein, ne? Ich? Okay, egal. Aber wir haben bis jetzt nur ein Leben verloren. Die Sache könnte sogar noch gut ausgehen oder so viel schlechter. Je nachdem, wie gut ich jetzt durch dieses Level komme. Boah, Augenkrebs.
Ich drücke gar nichts. Außer den A-Button. Aber wir sind durch. Jetzt haben wir uns wieder ein paar Leben. Und jetzt sind wir in 3-3. Oh, ich glaube, das war mit das zweitschwerste Level. Bad 4 ist eigentlich ein Witz. Oh. Wir können doch mal schön absahnen. Ist hier noch ein Pilz oder sowas drin? Nee. Pilz habe ich ja bereits. Also da. Wow! Das Ding hat mich jetzt beinahe umgebracht. Okay. So kann man es natürlich auch machen. Hier ist ein Invisible Block. Wow. Ha. Oh, wir sind beim Boss. Mein Hassboss übrigens. Okay. Aber wir haben ihn. Jetzt folgt die letzte Welt. Ins Königreich Chai. Boah, was für ein Glück ich heute hab. Das kannst du keinem erzählen. Oh, du bist verglitscht. Ah, shit. Die kann man höchstens nur mit einer Feuerblume abschießen. Oh, oh. Ansonsten kann man die nur für eine kurze Zeit stunnen. Oh, oh. Ihr seid verglitscht. Aber die hat so seine Tücken, dieses Spiel, dass die Pflanzen von oben rauskommen. Direkt. Okay, jetzt. Oh, Vorsicht, da kommt ein Stein. Aber wahrscheinlich werde ich nochmal in 4-2 sterben. Oh, nice. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ankündigen.
Sehr schön. Nochmal Leben absahnen. Ja. Yeah. Sie haben 34 Leben. Oh, 35. Okay. Das eine Leben wurde mir gerade gar nicht gewertet. Aber es kann gut sein, dass ich in 4-2 nochmal sterben werde. Level 4-3 ist eigentlich ein Witz, wenn man gut spielt. Da müssen wir aufpassen. Ist denn diese Scheißdinger aus SMB3? Jo! Ich hab's predicted. Aber wir haben Stern. Schade. Aber egal. Letztes Level. Einzige, was das Level ein bisschen schwer macht, sind die Vögel. Der Rest ist easy. Aber wir haben noch ein Leben freigespielt. Und noch eins. Yes. Ja, tatsächlich kann man diese Dinger abschießen. Aber brauchen nur unnötig viele Treffer. Okay. Der Rest ist witzlos. Okay, Vorsicht. Was? Wie konnte mich das treffen? Oh nein, das war's noch nicht. Der eigentliche Endboss kommt noch. Und der ist echt nicht schwer. Einfach nur gut ausweichen. Und zack, besiegt.
Und somit haben wir Super Mario Land als Let's Play abgeschlossen. Ich denke, ich muss zu diesem Spiel nicht mehr großartig was sagen. Es ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Ich verbinde sehr viel damit. Ich hatte es nur halt länger nicht mehr gezockt, aber gegen Ende des letzten Jahres auf jeden Fall mal wieder ausgepackt. Und jetzt die Credits-Theme. An der Stelle verabschiede ich mich aber schon mal. Bis dann. Ciao. Oh, ihr seid immer noch hier. Aber da ihr gerade noch brav zuschaut, noch eine Nebeninfo. Wenn ich jetzt ein neues Spiel starte, erwartet euch das New Game Plus, das heißt, es gibt mehrere Gegner. Und habt ihr auch dieses geschafft, könnt ihr frei zwischen den Level wählen. Dies ist aber nur auf Hard Mode möglich. Also dann. Bis dann, meine Lieben. Ciao.